Herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo auf HemmeTV. Ja, heute wird wieder gekocht und was wird gekocht? Gefüllte Zucchini. Ja, ihr dacht jetzt mal was Außerspektakuläres wieder und hab mir gedacht, okay, Zucchini habe ich schon oft so gegessen, aber jetzt machst du mal gefüllte Zucchini, weil gefüllte Paprika hatte ich ja schon gemacht und aus diesem Grunde mache ich heute gefüllte Zucchini für euch. Ja, was brauche ich dazu? Ja, da brauche ich erstmal Zucchini, die habe ich schon mal, da habe ich zwei Stück gekauft. Allerdings habe ich geguckt nach so richtig schöne große, aber gibt es leider keine dieses Jahr. Ja, die sind alle so mini, ja, also so dünn. Und natürlich klein sind sie sowieso, weil der Einzelhandel das ja leider nicht anders will. Na, so, die habe ich, wie ihr seht, ausgehöhlt. Die werden dann nachher gefüllt und kommen dann später in den Backofen, aber dazu später mehr. Dann habe ich hier das Fruchtfleisch von der Zucchini in feine Würfel geschnitten. Dann habe ich hier Zwiebeln, auch in feine Würfel geschnitten. Dann habe ich hier Knoblauch, habe meine Nachbarin geschnitten, auf diesem Weg. Frieda, vielen, vielen Dank. Aber wenn sie es nicht sehen kann, weil sie kein Internet hat, aber vielleicht sagt sie mal ein, oder? So, dann. Also das brauche ich jetzt erstmal, achso, und dann brauche ich noch Käse, genau, und Hackfleisch für die Zucchini. Aber Käse und Hackfleisch habe ich noch unten im Kühlschrank, das hole ich später raus. So, dann mache ich eine Soße dazu. Aber nicht irgendeine Soße, sondern eine Tomatensoße, jawohl, ja. Weil ich habe mir überlegt, ja, was kannst du dazu machen, habe im Internet geschaut, ja, dies passt, jenes passt und so weiter und so fort. Mit oder ohne Soße stand drin. Also ich mache eine Tomatensoße, aber eine ganz spezielle Tomatensoße. Ja gut, so speziell nicht, aber ein bisschen mit ein kleines bisschen Chili. Ne? Also lasst euch überraschen, ne? Wird auf jeden Fall genial. Und vielleicht auch zum Nachmachen. Ne? So. Und dann, das muss ich noch schön rausholen, da komme ich gleich nochmal, weil ich habe nämlich für die Füllung noch eine wichtige Zutat vergessen, aber die kommt auch hinterher in die Soße mit rein. Ne? Tomatenmark. So. Dann, und da bin ich sehr stolz drauf, zeige ich euch jetzt geschwind. Nämlich Kartoffeln. Leute, so große Kartoffeln kriegt ihr nicht im Laden. Ja? Also im Laden ist vielleicht die Hälfte. Ja? Also sagen wir mal, in der Stärke, wie ihr jetzt hier oben seht, ja? Dicker nicht. Ja? Und das sind für mich Kartoffeln. Ja? Aber, übrigens, das wird nachher weggeschnitten, keine Angst. Aber der Einzelhandel will sowas nicht. Ja, ja, die habe ich von meiner Nachbarin, ihre Schwägerin und ihr Neffe, ja, also der Sohn von ihrer Schwägerin, die haben einen Bauernhof und die bauen auch Kartoffeln an. Und von dem her gesehen, habe ich immer mal wieder Glück, dass ich solche Riesenkartoffeln habe. Ne? Also wenn ihr einen Bauer in der Nähe habt, der auch Kartoffeln anbaut, dann geht doch zu dem und holt bei ihm Kartoffeln. Ja. Dann bekommt ihr auch so große Kartoffeln, wie ich hier habe. Ja. Und die sind doch klasse, oder nicht? Also, so, wie geht es jetzt weiter? Also, ich habe jetzt hier in meiner Pfanne schon ein bisschen Butter rein. Wie ihr wisst, ich koche nur mit Butter, aber im Rezept steht Öl. Na, ich mag kein Öl. Na.
Also ich koche nur mit Butter, mit guter Butter. Und die vernichte ich jetzt auf mehr. Dann geht's mit Zwiebel und Knoblauch weiter. Und wie es da weitergeht, das sage ich euch jetzt gleich drüben am Herd. Und dann sage ich bis gleich. So Freunde, mein Fett ist jetzt schon heiß. Jetzt gebe ich hier rein die Zwiebeln. Ihr könnt auch da Schalotten nehmen oder sonst irgendwas, ne? Sage ich jetzt einfach mal so, na, wie ihr das möchtet. Weil es gibt ja auch Leute, die mögen lieber die roten Zwiebeln. Na. Und der, wo gar keine Zwiebeln mag, der nimmt halt irgendwas anderes. Na. Also lasst da einfach von euch selber inspirieren, ja, was ihr möchtet, und dann wird es schon gut werden, denke ich mal, ne? So, dann gebe ich jetzt hier noch Knoblauch mit rein. Das sind jetzt 3 Knoblauchzehen und 3 Zwiebeln, ja. Ich habe bloß ein Haar im Mund gehabt. Das ist ja gar nicht so toll. So. Na, wenn ihr euch wundert, warum hat die Zwiebeln im Eierbecher? Den Knoblauch, ganz einfach. Wenn ich Knoblauch schneide, dann hacke ich ihn. Ja. Und dann wird er zu klein und. Ich gönne mir gerade ein bisschen den Luxus und lasse den Knoblauch von meiner Nachbarin anbraten, ne? Schneiden, den Knoblauch schneiden, ne? Nicht abbraten. So. Also es wird jetzt leicht braun angeschwitzt, ja? Und dann, weil meine Nachbarin hat ja mal gesagt, ja, du brauchst ja nicht immer so 1:1 an das Rezept halten. Das mache ich auch nie. Ne? So, das heißt, im Rezept steht Zwiebeln leicht braun anschwitzen und dann das nächste dazugeben. Aber das kommt nachher. Ne? So, ich werde die jetzt leicht braun anschwitzen und dann werde ich 2 Teelöffel Zucker darüber geben. Und ihr wisst ja, manchmal hat man immer so einen Tick, ne? Werde ich ein bisschen Curry mit reingeben, ne? Weil ich einfach gerade so einen Tick habe. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Da fährt man auf irgendetwas ab und das will man dann einfach haben. Na? Und auf diesen Tipp bin ich gerade. Und genauso auch mit Chili, weil jetzt habe ich gerade ja Chili da und dann muss ich dann auch irgendwie verarbeiten. Dann mache ich einfach nachher in die Soße ein bisschen Chili rein. Also nicht viel, aber ein wenig. Na? Und übrigens, am Freitag in einer Woche, da ist ja ein Tag von meinem Geburtstag, da gibt es dann noch ein Spezialvideo über dem, was ich dann mache an Essen für meinen Geburtstag. Unter anderem, das kann ich jetzt schon mal holen.
Also ich denke mal, Blumenkohlsuppe haben wahrscheinlich die meisten schon mal gemacht. Aber wer mal die außergewöhnlich machen möchte, sollte dann mein Video auf jeden Fall anschauen. Und zwar Blumenkohlsuppe mit Kokos und Curry. Also Blumenkohlsuppe mit Kokos und Curry nach dänischem Rezept. Ja? Also wer das mal anschauen möchte und das nachkochen will, sollte auf jeden Fall am Samstag mein Video anschauen dazu. Und dann gibt es noch eine, also das war die eine Vorspeise, da gibt es noch eine andere, und zwar Zucchini-Cremesuppe mit Mandelblättchen. Aber die Mandelblättchen, die mache ich erst am Samstag, weil das wird dann ein bisschen verfrüht. Weil die zwei Suppen koche ich vor. Und dann werde ich die am Samstag nochmal leicht aufkochen, dass sie dann fertig sind. Und dann werde ich die dann servieren mit Mandelblättchen und so weiter. Ne? Das könnt ihr dann sehen auf Fotos auf meinem Instagram-Account. Da kommt übrigens auch noch das Foto rein vom Chili con Carne. Das habe ich bis jetzt vergessen. Ne? Aber das kommt jetzt demnächst noch mit rein. Dann könnt ihr euch das Ergebnis anschauen, wie es aussieht, und ihr werdet begeistert sein. So, aber jetzt wieder hier zurück. So, jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen Zucker drauf geben. Wie gesagt, 2 Esslöffel reichen da schon. Schreiben wieder viele, ja, zu viel Zucker und so. Leute, ihr esst Zuckerwatte auf irgendwelchen Krämermärkten, Volksfesten und so weiter. Also ich bin den letzten Oberlenningen war Krämermarkt, da bin ich mit dem Bus vorbeigefahren. Da haben die Leute so eine Zuckerwatte gehabt, also Wahnsinn. Und dann schreibt man noch, wir essen zu viel Zucker und so weiter, ne? Also das, was ich jetzt da rein habe, ne, ist weniger als das, was manche andere auf so Festen essen. So. Jetzt gebe ich ein bisschen Curry da rein. Weil Zwiebeln und so weiter soll ja ein bisschen Geschmack haben. Ne? Weil das wird dann nachher mit dem Hackfleisch vermischt und dann möchte ich dann schon ein bisschen einen originellen Geschmack haben, dass es nicht so langweilig schmeckt. Na? So, jetzt tue ich die Geschichte runter und dann tue ich jetzt gleich das Hackfleisch drauf. Achso, nee, halt, das muss ich noch ein bisschen fertig machen. Muss ich mal schön schauen, wie es weitergeht. Bis gleich. So, jetzt habe ich hier noch geschwind. Ja. Das passiert auch mal. So, ruckzuck gespült. So, jetzt habe ich hier
das Fruchtfleisch rein von der Zucchini. Und das tue ich jetzt auch noch drin. Mit anrösten hier. So, und da kommen jetzt 3 Teelöffel Tomatenmark rein. So, einer. Zwei. Drei. Ach komm, mal noch 4. So. 4. So, und das wird jetzt miteinander vermischt. So, und hier hinten stelle ich jetzt noch eine zweite Pfanne auf. Für mein Hackfleisch. Das wird in einer separaten Pfanne laut Rezept angebraten. Und dann kommt die Masse in das Hackfleisch rein. Ja? So, jetzt sollte ich bloß da nochmal kein Gas geben. So, jetzt nehme ich das schön runter. Und die Pfanne nach vorne. Also ich habe jetzt 400 Gramm gemischtes Hackfleisch. Aber ihr könnt wirklich jedes Hackfleisch nehmen, wo ihr möchtet. Ja? Also da seid ihr jetzt nicht am Hackfleisch gebunden. Ne? Also im Originalrezept steht auch drin, einfach nur Hackfleisch drin. Ja. Also das überlasse ich voll und ganz euch, was ihr da an Hackfleisch nehmt. Ja. Der eine mag kein Schwein, der andere mag kein Rind. Der andere wiederum mag beides nicht. Ja, dann nimmt es ein Lammhackfleisch oder wenn es auch gibt, ein Geflügelhackfleisch, das weiß ich ja nicht. Ja. Da fragt ihr einfach euren Metzger des Vertrauens. Na? Übrigens, ich gucke immer, wenn ich jetzt Fleisch oder so kaufe, dass es auch, wenn ich jetzt einen Supermarkt kaufe oder einen Discounter, dass es aus Deutschland kommt. Ja?
Also zum Beispiel beim Aldi kaufe ich zum Beispiel kein Fleisch, weil ich da weiß, dass es nicht aus Deutschland kommt. Ja? Zum Beispiel der Netto, der hat immer oben auf der Verpackung so die Deutschlandfarben drauf. Farben drauf, ne? Und da kann man es auch nachvollziehen, woher es kommt, weil da immer eine Nummer drauf ist, ne? Also da mal drauf achten, weil es gibt ja in Deutschland auch Landwirte, die sollten ja auch ein bisschen unterstützt werden. Ja. So sehe ich das. Wie gesagt, deswegen gehe ich nicht zu Aldi. Und das Hackfleisch habe ich jetzt beim Edeka gekauft, in Kirchheim. War vorher mal Marktkauf. So, und das Hackfleisch gebe ich gleich ein bisschen Salz rein. Dann von meiner Gewürzmischung. Übrigens, die mache ich demnächst auch wieder. Bin bloß in der letzten Zeit noch nicht dazu gekommen. Also wer sehen möchte, wie ich das mache, einfach dann meine Videos anschauen. Ja. So. Und die ganze Masse mit Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini-Fruchtfleisch und dem Hackfleisch wird jetzt dann alles zusammen gleich gemixt, na, vermischt und dann wird es für die Füllung genommen. Ja. Und wie gesagt, den Kartoffelbrei, den mache ich zum Beispiel selber. Da hat mein Busfahrer, ich würde dem jetzt gesagt, ja, nehmt ihr mal Kartoffelbrei aus der Packung. Weil selber machen dauert ihm zu lange, ist viel Arbeit. Dann habe ich ihm ja mal erklärt, wie ich das mache. Und dann sagt, das ist überhaupt gar kein Hit. Das einzige Problem, was man dabei hat, man muss es einfach so machen. Ja. Das ist das einzige Problem, Leute. Na? So, also ich brate jetzt das Hackfleisch an und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Also bis nachher. So Leute, jetzt habe ich hier die Masse, andere Masse, also Zucchini, Zwiebel, Knoblauch, jetzt hier rein in das Hackfleisch und das will ich jetzt vermengen, weil ich muss mir jetzt ein bisschen sputen.
weil meine Nachbarin, weil ich ja keinen Backofen habe, tut meine Nachbarin ihren Backofen vorheizen auf 12:30 und da habe ich jetzt noch 13 Minuten Zeit. Normal müsste ich jetzt die Masse noch abkühlen lassen. Also, wenn ihr das macht, lasst die Masse abkühlen, ja, und dann gibt es in die Zucchini rein. Ne? So, okay, die Masse ist jetzt soweit fertig, die nehme ich jetzt vom Herd. Dann kann die ein bisschen abkühlen und ich sage bis später. So Leute, also jetzt habe ich schon mal drei gefüllt. Jetzt zeige ich euch mit der Pfanne, wie das funktioniert. Also einfach mit dem Esslöffel schön die Masse ein bisschen in den Zucchinis verteilen. Ja, manchmal geht was daneben, aber das macht nichts. Also ruhig ein kleines Berglein machen, das macht nichts. Hinten habe ich noch gesehen. Fehlt auch noch was. Na. Und so Not. Nimmt man halt die Finger. Ne? So. Und der Rest kommt nachher in die Soße rein. Also. Die Person, wo das reingesetzt hat, im Winter, die muss wahrscheinlich echt dicke Zucchini gehabt haben. Aber das macht nichts. So. Und jetzt kommt da noch Käse drüber. Also im Originalrezept steht Mozzarella, aber ihr könnt da echt jeden Käse nehmen, wo ihr wollt. Sag ich jetzt einfach mal so. Und keine Angst, der Käse, wo daneben fällt, den tue ich nachher in die Packung wieder rein. Bleibt jetzt nicht aus, dass mal Käse daneben geht. Und wer jetzt Zucchini nicht mag, der macht das einfach mit Paprika zum Beispiel. Na? Aber um halt den Käse drauf zu machen, geht halt auch mal ein bisschen Käse daneben. Aber das macht nichts so.
Wo es dann nachher aussieht, das zeige ich euch nachher, also bis später. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter. Drüben auf dem Herd habe ich jetzt mittlerweile die Kartoffeln stehen. Und das Kartoffelpüree. Jetzt habe ich hier schon mal das Grüne von den Tomaten weggemacht. Und da tue ich jetzt die Tomaten schneiden. Einfach nur in Scheiben schneiden. Oder in, ja, kann ich auch bei den Streifen schneiden. Mal gucken. Den werde ich auch anders machen nachher bei der anderen. Normal nehme ich ja geschälte Tomaten, aber ich war da so klug und habe vergessen, gestern noch einzukaufen. Und heute bekommt man logischerweise nichts, ne? So, jetzt mache ich einfach die Tomate hier in der Hälfte auseinander. Dann schneide ich die dann so. Weil das ist egal, ihr könnt die Tomate schneiden, wie ihr wollt, in Streifenwürfel, das ist egal. Weil die wird nachher eh püriert. Ne? Also ich merke schon, mein Messer, das schneidet schon wieder nicht mehr. Das muss ich also mal schärfen, dass ich das nächste Mal hab, weil wenn ihr merkt an euren Tomaten, dass euer Messer nicht mehr schneidet, dann einfach schärfen, ne? Wenn ihr es nur noch drückt, dann müsst ihr es echt schärfen. Oder ganz leicht, ja. Oder ganz leicht drüber fahren nur, ne? Aber wenn es halt mal eine Stelle erreicht hat, dann kann man auch, erreicht man auch nichts mehr mit leicht drüber fahren. Also dann einfach das Messer wieder schärfen. Da ist das. So. Und die Tomaten, die setze ich dann auch gleich auf. Zum Kochen. Muss ich schärfen, mein Messer. Das sind auch ein bisschen weiche Tomaten. Aber die habe ich jetzt mal in der Nachbarin bekommen. Da kann ich jetzt nicht viel schimpfen. Ich bin ja froh, dass sie mir welche gehabt hat. Und sie hätte jetzt nämlich Planänderung machen müssen für heute. Nämlich eine andere Soße machen müssen. So. Also. Wie gesagt, die Tomaten kommen jetzt drüben auf dem Herd. Und dann sage ich bis gleich. So, jetzt gebe ich in die Tomaten noch ein Stück Butter rein. Also ihr seht, ich brauche heute viel Butter. So. Die werden jetzt angeschwitzt und hier hinten
sind meine Kartoffeln für den Kartoffelpüree. Ja. Und die Zucchini, die sind jetzt drüben im Backofen. Ja, die werden jetzt halt zu früh fertig. Aber die muss ich halt danach nochmal kurz in die Mikro tun zum warm machen. Aber da kann ich jetzt nichts ändern. Scheiß Planung. Aber nächstes Mal wird es besser wieder. Ja. Also wenn ihr was macht, dann tut es wirklich erst alles vorbereiten. Also auch Kartoffeln schälen, schneiden und so weiter. Weil das habe ich jetzt alles nicht gemacht, das habe ich jetzt erst gemacht. Wie ihr gesehen habt. Und dann haut es hinten und vorne nicht hin. Ne? Also die Kartoffeln sollten normalerweise auf dem Herd stehen, wenn ihr die Zucchinis in den Backofen schiebt. Ne? Also gut, dann bis später. So, also die Tomaten tue ich jetzt richtig verkochen. Na, und dann gehe ich dann nachher noch mal kurz mit dem Pürierstab rein. So, also die Soße tue ich jetzt gleich pürieren, aber das brauche ich euch nicht zeigen, das wisst ihr ja, wie es geht, hoffentlich. Und dann sage ich bis gleich. So, meine Lieben, jetzt habe ich die Soße püriert. Und ein Tipp von mir, wenn mal irgendwas daneben gehen sollte, oder ihr merkt, dass was daneben geht, dann macht es einfach so wie ich gerade. Nehmt ein Geschirrtuch und legt es einfach über, jetzt tue ich noch ein bisschen Wasser rein, aber über das Gefäß drüber. Dann habt ihr kein Problem mit, ne? So. War jetzt knapp einen halben Liter Wasser. So. Klar, die ist jetzt ein wenig dünn, aber da kommt auch noch Tomatenmark rein. Gut, ein bisschen hoffentlich ist sie noch durch die Schale. Deswegen nehme ich lieber geschälte Tomaten, aber wie gesagt, ich bin jetzt schon nicht zum Einkaufen gekommen. Und irgendwie ist mein Pürierstab auch nicht mehr der beste. Aber macht nichts. Da haben wir noch was zum Beißen. So. Die Kartoffeln kochen auch bald. So. Dann würde ich sagen, dann melde ich mich nachher nochmal. So, meine Lieben. Jetzt bin ich in den letzten Zügen, jetzt gebe ich da ein bisschen
Tomatenmark rein. In die Soße, den Kartoffelpüree habe ich fertig. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich den mache, einfach mal unten in die anderen Videos reingucken. Da habe ich schon mal Kartoffelpüree gemacht. So, jetzt gebe ich aber kein Chili mehr rein, ne? Ich gebe jetzt einfach nur noch von meiner Gewürzmischung ein bisschen rein. Dass eine leichte Schärfe drin ist. Weil das hat gleich mit den Zwiebeln und so weiter, da ist ja Curry dran. Und nicht, dass das nachher zu scharf wird, ne? Also wer es scharf mag, kann auch gerne noch dieses Chili-Pulver reingeben. Aber ich mag das dann nicht ganz so scharf. So. Und jetzt gebe ich hier einfach noch die Geschichte mit rein. Aber wie gesagt, ich schmeiß ja nichts weg. Dann habe ich so gesehen eine Bolognese-Soße. Aber man muss ja heutzutage alles verwerten. Wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, bei den Bauern, wenn die für den Einzelhandel Kartoffeln anpflanzen, oder weiter und so weiter, ne? Da müssen die ganz großen Kartoffeln zum Beispiel, wie ich jetzt vorher gehabt habe, alle wegschmeißen, ne? Und das im 21. Jahrhundert, ne? Wo so viele Lebensmittel, stelle ich gerade fest, dass meine Kamera zu weit unten steht, so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Sollte das eigentlich nicht sein, ne? So. Jetzt lasse ich es kurz aufkochen, dann werde ich servieren und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. Und übrigens, das Video dauert jetzt halt mal 45 Minuten, aber verzeiht es mir bitte, ja. Das nächste Video wird wieder ein bisschen kürzer, gell? Also, bis nachher. So, hier seht ihr Zucchini, gefüllte Zucchini mit Kartoffelpüree und Tomatensauce. Also wer es nachmachen möchte, das gerne nachmachen. Und dann, aber das sage ich jetzt gleich im Anschluss, stell bloß kurz die Kamera auf. Ja, wenn ihr mal ein Gericht nachgemacht habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare unten rein, wie euch, dieses Rezept gefallen hat und wie es euch geschmeckt hat. Na, das würde mich gerne mal interessieren und für alle, die neu dazukommen, gekommen sind und mein Video zum ersten Mal sehen, hier unten kann man jederzeit kostenlos abonnieren und wenn man hier rechts drüben ein Glöcklein anklickt und auf alle geht, bekommt man jederzeit Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade und das ist in der letzten Zeit sehr, sehr häufig. Und wenn ihr irgendwelche Kritik habt, Lob habt, jemand grüßen wollt, Rezeptvorschläge und, bitte alles unten in die Kommentare rein. Und wie gesagt, genaue Zutatenliste, Zubereitung, ja,
findet ihr wie immer unten unterhalb vom Video in der Beschreibung. Ansonsten sage ich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und mich freut es immer wieder, wenn sehr viele junge Leute meine Videos anschauen und bei mir noch ein bisschen was lernen oder bei den anderen Leuten, wo auf YouTube kochen. Ich sage herzlichen Dank und bleibe mit und wünsche euch natürlich noch einen schönen sonnigen Tag. Also bei uns scheint heute die Sonne zumindest. Ne? Einen schönen sonnigen Sonntag. Und verbleibe mit diesen Worten bis zum nächsten Video auf Hemme TV.